Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, da lebten in einem wunderschönen großen Tal vier ganz besondere Tiere. Fred, der Esel, die Katze Gwendolin, Tortellini, der Hahn, und Buster, der Hund. Sie lebten friedlich mit Menschen und anderen Tieren zusammen. Obwohl die vier einander nicht kannten, hatten sie eine gemeinsame Liebe, die Musik. Buster wurde als Jagdhund geboren, aber die Jagd interessierte ihn nicht die Bohne. Er fand es viel schöner, seinen Tagträumen nachzuhängen und mit seinen Freunden zu spielen. Aber als er an den mächtigen Baron von Büchsenhall verkauft wurde, war es mit den guten Zeiten aus und vorbei. Der Fuchs wartet schon. Ach, ist das der Neue? Oh ja, der Baron soll ein Vermögen für ihn bezahlt haben. Es wird behauptet, er sei ein richtiger Killer. Oh, hier, hört ihr das an? Garantiert echt kanadischer Bluthund, so effektiv wie 10 normale Jagdhunde. Liebt Musik? Na herrlich, er spielt auf der Geige und der Fuchs fällt tot um. Und hört ihr das mal an? Man darf ihn nie an seinem Schwanz ziehen. Wie finde ich denn das? Oh Mann, da haben wir es wohl mit einem Herrn überempfindlich zu tun. Vorsicht, womöglich ist er geladen und feuert nach hinten raus, wer weiß. Der war gut, der war köstlich. Ich lach mich schlapp. Daran, sich gut zu fühlen. Das Leben ist zu hart, um Traurigkeit zu spielen. Mit Liebe kommt man hier nicht sehr weit. Doch was hilft, ist Lockerheit. Alright, ich habe kein Problem, weil ich so bin. Denn ich bewahr mir Sanftmut und nen frohen Sinn. Und mit nem Grinsen, der kommt stets gut an. Denn nichts auf der Welt kann so schlimm sein. Niemand darf dich traurig machen, nein. Halt dich fern von Kummer, das ist wesentlich. Lieb die Welt und sie liebt dich. Ich sag, mir ging's nie besser. Ich fühl mich hey okay. Mir ging's nie besser. Meine Zukunft erstrahlt. Wie halt ich das bloß aus? Keine Depression und keine Pein. Jeder soll nach seiner Art nur glücklich sein. Ich bin kein Kämpfer, ich versuch's nicht mal. Denn nichts auf der Welt kann
so schlimm sein. Niemand darf dich traurig machen, nein. Halt dich fern von Kummer, das ist wesentlich. Lieb die Welt und sie liebt dich. Ich sag, na, das ist doch, was in drei Teufelsnamen geht hier vor? Aus dem wird niemals ein richtiger Jagdhund. Ja, für wahr. Sieht so aus, als hätte der Baron eine totale Niete gezogen. Willkommen. Guten Morgen, Baron. Wir hätten ein faires Angebot für Sie. Mhm. Hier ist unser Katalog. Wir haben sämtliche Tiere persönlich ausgestopft und Ihnen das ewige Leben geschenkt, wie Sie sehen können. Und das ewige Lächeln. Ja, los, bringt den wunderbaren Jagdhund her. Jo, ja, nicht vergessen, man darf ihn nicht am Schwanz ziehen. Die hübsche Stange Geld gekostet. Oh. Der Handel gilt. Na, wer sagt's denn? So ein Hund wie dieser ist uns noch nie in die Hände gekommen. Genau das Richtige für unsere Sammlung. Ja. Komm her, mein Junge. Aus dir machen wir eine tolle Mumie. Ja, auf ins Leben, das ewig währt. Haltet ihn! Kommt sofort zu Schwert! Holt ihn euch! Ihr werdet es doch schaffen, den Köter einzufangen, ihr Versager! Macht schon! Jetzt bald! Setzen! Patzen! Wir haben ihn gleich aus! Na, warte! Du willst mir nicht gehorchen? Nein, nicht am Schwanz ziehen! Ich hab bloß Spaß gemacht, das schwöre ich. Ich liebe doch Tiere, süßes Hundchen. Aber bitte, komm mir nicht näher. Wuff, wuff. Nein, nein. So ist gut. Nettes Hundchen. Selbst beim sanftesten Hund ist irgendwann Feierabend. Fred, der Esel, schleppte über viele Jahre Unmengen von Mehlsäcken, Tag ein, Tag aus. Und da er sehr schön singen konnte, sang er, während er sich ablagte. Aber als er älter wurde und langsamer, zog er das Singen der Arbeit vor. Und damit war der neue Müller ganz und gar nicht einverstanden. Hey, halt deine Klappe! Wir kommen zur Welt mit dem tierischen Schrei. Unser Leben bleibt Last und dann ist es vorbei. Ich saß schon ganz vorne, gute Aussicht sogar. Und dann sah ich mich einmal richtig um und plötzlich war es mir klar. Leben heißt Segen. Dem Himmel weinen Engel, Tränen nehmen ihren Lauf.
das Himmelsbad schwappt schon über. Sogar mit Schirm wird man nass. Eben das ist ein Ort. Halt für jedes Tier. Erwartet keine Gnade von den Menschen hier. Auf den Reisen, manchmal fern und manchmal nah. Es war immer noch ein Stärker und viel hübscher vor mir da. Keiner will mich. Keiner kümmert sich um mich. Das Ende der Welt ist ein tierischer Schrei. Uns dringend nach einem Ersatz für ihn umsehen. Rufen wir den Abdecker an. Vielleicht können wir mit seinen klapprigen Knochen noch etwas Kohle machen. Max-Frust-Abteilung? Ja, hier spricht der Müller Müller. Ich muss einen alten Esel loswerden und brauche einen Ersatz. Tja, mal sehen. Neueste Eselersatzmaschine. Ach, du liebe Zeit. Sieht aus, als hättest du einen ziemlichen Ärger am Hals. Na wunderbar, das ist ja fast geschenkt. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts als Mehlsäcke geschleppt. Tausende. Tag ein, Tag aus. Und nun das? Kleines, ich will nicht mal darüber nachdenken. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber dafür musst du dich erst mal zusammenreißen. Du hast gut reden. Was weißt du denn schon? Du schwirrst einfach ab, wenn es brenzlig wird. Gut, schicken Sie mir das Ding sofort vorbei. Mit meinem Stahl. Ich werd nicht schlapp, kenn keine Schmerzen oder Qual. Und unermüdlich sing ich und spring ich, belad und entlad und ich tanze zum Swing. Hab kein Gefühl, brauch keinen Stuhl. Bei jeder Hitze bleib ich cool, denn ich bin Power Tool. Ich bin Power Tool. Oh, ich bin Power Tool. Kein Atemlaufen, niemals Fieber. Kein Muskelkater nach nem harten Tag. Bin ein Bündel aus Stahl, du bereust es bestimmt. Ich bin ein Macho total. Ich hab Power, keine Gicht.
hab kein Gefühl, brauch keinen Stuhl. Bei jeder Hitze bleib ich cool, denn ich bin Power Tool. Ich bin Power Tool. Yeah, ich bin Power Tool. Ich bin Power Tool. Also lasst mich einfach machen, kein Gekeuch, sag ich euch. Auf die richtigen miesen Jobs bin ich ganz erdicht. Ha! Also das nenne ich Effektivität. Ich bin verloren. An sämtliche Einheiten, Feind gesichtet. Erstes Geschwader klar machen zur Attacke! Bin ich im Himmel? Bist du vielleicht Petrus? Nein, mein Name ist Buster. Was machst du denn, wenn du nicht gerade fliegst? Also, eigentlich laufe ich. Und ich singe. Ist nicht wahr. Ich bin auch ein Sänger. Die Leute nennen mich den Melodienbeller. Und mich nennen die Leute Fred. Wo willst du denn hin? Ich ziehe in die Welt hinaus, um mein Glück zu finden. Ich bin bei meinem Job als Jagdhund rausgeflogen und obendrein wollten sie mich noch ausstopfen. Was soll ich da sagen? Ich habe wirklich alles verloren. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist meine Musik. Komm mit mir. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Aber wohin nur? Eine Sekunde. Werfen wir den Knochen. Das dicke Ende entscheidet. Paris, wir zwei kommen. Wir wollen nach Paris gehen, wir wollen nach Paris gehen, wir gehen nach Paris. Gwendolin die Katze hat ein wunderbares Leben bei ihrer geliebten Tante Wanda. Aber nachdem die alte Dame das Zeitliche gesegnet hatte, sah ihre Zukunft ziemlich düster aus. Ich möchte nunmehr mit der Eröffnung des Testaments der Dahingeschiedenen beginnen. Mein gesamtes Vermögen sowie alles andere, was ich besitze, vermache ich meinem Neffen und seinem Kind. Meine rechtmäßigen Erben müssen sich jedoch um meine Katze Gwendolin in deren vertrauter Umgebung kümmern. Denn sie ist die Hüterin meines Schatzes. Sollten Sie dieser Verfügung nicht gerecht werden, fällt stattdessen alles, was ich hinterlasse, an den Tierschutzverein. Und mein Anwalt Dr. Siebenbein wird als Treuhänder für Gwendolin eingesetzt. Was ist mit den Juwelen? Ja, Tante Wanda, haben die berühmten Brahmaputra-Juwelen gehört? Zwillingssteine. Der eine rot, der andere weiß. Sie sind Millionen wert. Warum werden die überhaupt nicht erwähnt? Davon habe ich keinerlei Kenntnis, bedauere. Ich muss mich nun verfügen. Guten Abend. Sie müssen hier irgendwo sein. Meine Güte. Diese verfluchten Juwelen. Wäre doch möglich, dass es die gar nicht gibt.
Wäre möglich, dass sie es weiß. Ich schwöre, wenn die reden könnte, ich würde das sofort aus ihr rauskriegen. Ja. Was wollen wir eigentlich mit dem Mistvieh machen? Lümmelt den ganzen Tag rum, während wir uns die Hacken abbrennen, um sie zu bedienen. Ich frag mich, für wen hält sie sich? Für die Königin von Saba? Oh, denk an das Testament. Vergiss bitte nicht, Tante Wanda hat angeordnet, dass wir für die Katze sorgen. Ja, aber das gilt natürlich nur, solange sie lebt. Wäre möglich, dass sie einen kleinen Unfall erleidet. Nur ein paar Tröpfchen. Ja. Hier, Katzi, 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 komm, Kitty, Kitty. So ein süßes Kätzchen. Ah, das blöde Vieh weigert sich einfach zu fressen. Dieses Monster weiß doch wirklich ganz genau, was los ist. Wir müssen uns wohl etwas Besseres einfallen lassen. Ja. Oh, der Mixmax-Mann. Sie haben angerufen. Wo ist das Monster hin? Sie ist unten im Keller. Ich will die Miezekatze fangen, ich auch. Ich kann sie nirgends sehen. Da unten ist sie, schnappt sie euch. Ja. Ich hab sie! Ich hab sie! Hör die sofort auf, damit sie voll Idiot! Ja, aber meine Dame! Es ist nicht meine Dame, die sie sich angerufen. Der Kleine ist von ganz allein in den Sack gehüpft. Weißt du, Fred, wenn du es im Showbusiness zu etwas bringen willst, dann musst du noch eine ganze Menge lernen. Hier ist deine erste Lektion. Okay, entspann dich erstmal. Lass dein Gesicht locker hängen. Ja, genau so. Und nun musst du deine Mundwinkel greifen und sie bis zu den Ohren hochziehen, so weit es geht. So etwa? Ja, ja, du hast es. Und jetzt lässt du deine Oberlippe über die Zähne hochgleiten. So etwa? Ja. Kumpel, gönn dir eine Pause. Schon an dein Gesicht. Du gingst davon und ich fühl mich so klein. Ich bin so allein. Ich bin so allein. Ohne ein Wort gingst du fort und ich möchte schreien. Ich bin so allein. Und ich fühl mich so unendlich leer, denn meinen Freund vermiss ich so sehr. Hoffentlich geht diese Traurigkeit bald vorbei. Ich bin so ich bin so allein. Ich bin so allein. Ich bin so allein. Bin so allein.
So ein wunderschönes Lied habe ich im Leben noch nicht gehört. Oh, Scheiße, eine Katze. Gnädigste, warum so traurig? Ach, ich habe Tante Wanda verloren. Oh, tut mir leid, das zu hören. Wir sind unterwegs nach Paris. Komm doch mit uns. Wir wären ein tolles Trio. Ich wollte schon immer nach Paris gehen. Nicht mit einer Katze, das kannst du abhaken. Naja, ein Trio mit einer Katze ist sicher immer noch besser als ein Duo mit einem Esel. Der letzte der vier, Tortellini, der stolze Hahn, war es leid, sein Genie im Hühnerstall zu verplempern. Mit einer so göttlichen Stimme ist man zu höheren berufen. Aber eines Tages bekam er richtig Zoff. Mit der dicken Mutter Bertha. Du mickriges, aufgeblasenes Hähnchen! Hau ab! Verschwinde endlich! Und das hier kriegst du noch mit auf den Weg! So, das wäre erledigt. Diese blöden Hühner. Über Jahre habe ich sie glücklich gemacht. Und jetzt null Dankbarkeit. Unerhört. Guarda queste stupide galline. Wissen die eigentlich, wen sie vor sich haben? Das ist ja unglaublich. Sollen die doch ohne mich klarkommen. Andere Hennen haben auch schöne Küken. Hallo, Toti! Hallo, ihr Süßen. Was liegt an? Ist er nicht niedlich? Und wieder zu haben? Ich sag euch von den himmlischen Freuden, die mich erwarten, könnt ihr nur träumen. Spannung! Abenteuer, Freiheit, oh, das volle Leben. Kikriki! Jetzt hab ich... Überfall! Hilfe! Hilfe denn jemand? Hallo, kann mich irgendjemand hören? Ja, ich kann dich hören. Hilfe! Hilfe! Würdet ihr bitte so freundlich sein und mich gefährlichst mal befreien? Vorsicht, du machst mir noch die Frisur kaputt. Ich darf mich mal kurz vorstellen. Ich bin Tortellini, der große Tortellini. Alle Hühner waren scharf auf mich. Wenn da nicht diese Affäre mit der liebestollen Ente gewesen wäre, ich sage euch. Nun ja, ist ja auch egal. Oh, mir wird schlecht. So ein Wichtigtor. Und, was ist mit euch? Wo geht ihr hin? Wir gehen nach Paris und machen dort Musik. Oh, da redet ihr genau mit dem Richtigen. Ich singe nämlich besser als Michael Jackson und Elvis zusammen. Hey, wartet, ich bin mit von der Partie. Hey, du kleiner Schreihals, du Genie. Mach schon und komm mit deinem Kikeriki. Hand in Hand kämpfen wir dafür, zu ändern, was uns stört. Wir sind schließlich vier. Hand in Hand bauen wir eine Wand. So formen wir uns nun das allerstärkste Band. Wir müssen irgendwie aus diesem Wald raus. Wo geht's denn raus? Kein Ende in Sicht, bis zum Horizont nur Bäume. Hallo? Hallo? Hört mich denn hier niemand? Was hat dieser Krach in meinem Wald zu bedeuten? Wer seid ihr?
Wir sind Musiker und auf dem Weg nach Paris. Was, Paris? So, ihr wollt nach Paris? Aber Paris liegt genau in der anderen Richtung, 1000 Meilen von hier entfernt. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Die nächste Stadt hier ist Bremen. Aber ich warne euch, Bremen ist nicht mehr das, was es früher einmal war. Ihr wollt doch nicht jung sterben, ihr vier, oder wollt ihr? Verderben und Tod lauern dort. Verderben und Tod. Geht nicht dorthin. Also mir ist auch Bremen recht. Wir sind Künstler. Und gute Künstler haben überall Erfolg. Ja, stimmt. Etwas Besseres als den Tod finden wir dort allemal. Die Stadt steht schon lange unter einem Bann. Und nur ein Monster kann diesen Bann brechen. Ein Monster mit 8 Augen und 14 Beinen. Wie bitte? Ich glaube, sie ist ein bisschen durchgeknallt. Wir wollen ja nur singen, nichts anderes. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns einen Weg zeigen könnten, der aus diesem Wald nach nach Bremen führt. Oh, ihr habt meine Warnung gehört. Aber wenn ihr unbedingt dorthin wollt, dann zeige ich euch den Weg. Ich wünsche euch viel Glück, meine Freunde. Hätten sie die Warnung der Eule doch nur ernster genommen. Aber nein, sie zogen weiter Richtung Stadt, in der Hoffnung, ihr Glück zu finden. Sie hatten ja keine Ahnung, dass Bremen von Dr. Gier, dem gefürchteten Tyrannen, und seiner Mixmax-Bande beherrscht wurde. Jeder, der ihm im Weg stand, wurde vernichtet. Denn er hatte seltsame Kräfte. Und Gerüchte sagten, er wäre der Teufel persönlich. Die weise Eule nicht erwähnt, dass Singen und Lachen in der Stadt streng verboten waren. Nicht gerade ein vielversprechender Start für eine Gruppe aufstrebender Musiker. Was soll passieren, wenn wir was riskieren? Bin erwacht letzte Nacht mit einem Schreck kaltem Schweiß. Mich lässt nicht mehr los, was ich sah, was ich weiß. Sah mich um, dunkel war's, meine Freunde waren hier. Ich bin nicht mehr allein, uns kann nichts mehr entzweien. Nur durch Freundschaft und Liebe wird klar, auf Freunde sich zu verlassen, das ist wunderbar. Was soll passieren, wenn wir was riskieren? Einer für alle, dann geht es voran. Jetzt wissen wir, was die Furchtlosen fehlen. Schlecht, ich dachte, singen wäre verboten. Leute, zieht euch mal die Musik hier rein, die müsst ihr spielen. Ich war auf der Flucht. Gab es Ärger, war ich hier. Unfair und unfreundlich war man zu mir. Eines Tages kam ich. Hey, warum spielt ihr nicht meine Musik? Für
Verpiss dich, du Nervensäge. Jetzt haben wir eine sehr gute Chance, nichts an niemanden fürchten, nur wir. Wir sind unschlagbar als Rauchen. Nein! Jetzt das ist doch nicht zu fassen! Und stößt niemand mehr herum. Halt! Oh Mann, die haben ja echt Nerven, dass die sich hier sowas noch trauen, mitten in der Stadt. Wir sollten sie verhaften lassen. Lassen Sie mich die Sache in die Hand nehmen. Nein! Was? Worauf denn? Das klingt doch nicht übel. Ganz und gar nicht, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Die sind sehr begabt, wie es aussieht. Mir kommt da gerade eine Idee. Aber singen ist doch ganz streng verboten. Natürlich, die Turtle, aber wenn es für den Konzert ist. Leuchtet Ihnen das nicht ein? Wo soll ich wem leuchten? Hören Sie einfach auf, blöde Fragen zu stellen. Meine Dame und meine Herren, ich bin überwältigt. Sie sind ja außergewöhnlich begabt. Ja, außergewöhnlich. Ihr könntet mit euren Stimmen Millionen scheffeln. Wo kommt ihr überhaupt her? Ich würde sagen, ihr stellt euch erst mal vor. Tortellini, der große Tortellini. Ich bin der Chef der Gesangstruppe. Das sind meine Musiker. Ich bin entzückt, Platini, Vizepräsident des Mixmax-Konzerns. Wo ist deine Karte? Dankeschön. Also für den Anfang kann ich Ihnen erst einmal einen lukrativen Vertrag mit unserer Werbeabteilung verschaffen. Bestens bezahlt natürlich. Da haben Sie genau die Richtigen angesprochen. Wir singen Klassik und Rock. Wir machen aus euch echte Superstars. Aha. Gute Idee. Mixmax-Konzern, ich kenne den Namen. Gut. Wie wäre es, wenn Sie sich gleich morgen früh in unserem Büro einfinden? Es ist das große Gebäude dort um die Ecke. Dann können wir noch unklare Einzelheiten festlegen. Aber ja, Dr. Gier, ist doch klar, natürlich. Wir haben genau das gefunden, was wir für unseren Zweck gebrauchen. Und Sie können tatsächlich singen. Ja, und sogar recht gut. Was sagten Sie doch gleich? Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn? Ja. Vier singende Tiere, umwerfend. Sensationell, perfekt für uns. Niemand wird uns in Zukunft vorwerfen können, dass wir etwas gegen Tiere haben. Sie kommen morgen früh ins Büro. Tja, dann sorgen Sie dafür, dass alles über die Bühne geht wie geplant. Der Vertrag. Also, die wichtigste Klausel, meine Herren und Dame, ihr dürft für keinen anderen als den Mixmax-Konzern arbeiten. Wenn ihr es doch tut, müsst ihr alles zurückzahlen. Aber wenn ihr euch an den Vertrag haltet, habt ihr den Himmel auf Erden, super Reisen, Luxus, Weltruhm. Und was bedeutet, sind von Kopf bis Schwanz verpflichtet? Nun ja, ihr seid doch auch von Kopf bis Schwanz Künstler, oder? Und was die Songs betrifft, die wir singen, die wollen wir uns selbst aussuchen. Das entscheidet der Konzern. Ich meine, wir tun ja auch sehr viel für euch, oder? Macht, wie ihr denkt. Ich singe alles. Immerhin geht es um meine Karriere, oder nicht? Natürlich, deine Karriere. Du denkst sowieso immer nur an dich. Naja, okay, wenn ihr nicht wollt. Aber natürlich wollen wir. Wo liegt das Problem? Du kannst schreiben? Das hat mir Tante Wanda beigebracht. Alles klar, dann kann's ja losgehen. Also, ich erwarte euch dann gleich morgen früh pünktlich um 7 Uhr im Studio. Auf die Sekunde! Wenn wir erst reich und berühmt sind, was werden wir dann mit unserem ganzen Geld machen? Ganz einfach.
Ich kaufe mir ein eigenes Opernhaus und produziere eine Oper. Eintritt für Hennen verboten. Tante Wandas Anwesen zurück und mache daraus ein hübsches Tierheim. Und was ist mit dir, Fred? Was machst du mit deinem Geld? Ich? Gar nichts. Ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Ich mache dir ein Angebot, Fred. Steck dein Geld in mein Opernhaus und du kriegst für den Rest deines Lebens die allerbesten Freikarten. Ich hasse Opern. Ich habe nur einen Wunsch, dass wir uns nie mehr trennen, solange wir alle leben. Denn gemeinsam können wir alles schaffen. Wie war das nochmal? Einer für alle? Alle für einen. Hey, von jetzt an werdet ihr vier jeden Morgen im Fernsehen alle Menschen glücklich machen. Was wollt ihr mehr? So, absolute Ruhe bitte. Wir gehen jetzt auf Sendung. Dankbar und glücklich, die Firma gibt uns Licht. Man sagt uns, was wir tun und deshalb denken wir nicht. Die Firma ist die Zukunft, unsere Hoffnung, das steht fest. Ja, wir essen nur und atmen, die Firma macht den Rest. Mixmax präsentiert die furchtlosen Vier. Mixmax, das leckerste Würstchen der Welt. Drum kommt sein guten Mutes, nimmt man Mixmax. Tut euch nur was Gutes. Der Mixmax-Konzern steigt groß ins Showbusiness ein. In den Zähnen und im Bauch und gegen Mundgeruch hilft es meistens auch. Oh, Mixmax, Mixmax ist alles, was ich weiß. Mixmax, lang lebe Mixmax. Nichts kann die furchtlosen Vier aufhalten. Mit euch aufs beste Gleis. Mixmax, lang lebe Mixmax. Hey, hey, hey. Lang lebe Mixmax. Hey, hey, hey. Lang lebe Mixmax. Das soll ein Song sein? Wieso nicht? Es kommt da allein darauf an, wie man singt. Das ist einfach zu viel, Leute. Ich halte das nicht mehr aus. Miam, miam, was für ein äußerst leckeres Würstchen. Was wollt ihr? Wir wollen diesen furchtbaren Song nicht mehr länger singen. Wir kriegen schon Geschwüre davon. Und Fred hat Albträume jede Nacht. Ja, von riesengroßen Würsten, die mir auf die Pelle rücken. Und ich kriege Migräneanfälle. Dann besorgt ihr ein paar Aspirin. Ihr müsst unseren Song weiter singen, selbst wenn er euch umbringen sollte. Eure eigenen Kompositionen. Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, wer hier zuletzt lacht. Sie hören von meinen Anwälten. Und was bedeutet Mixmax eigentlich genau? Wer ist Mix? Und wer ist Max? Wieso geben Sie nicht einfach zu, dass hier die ganze Zeit von Würsten die Rede ist? Was habt ihr an Würsten auszusetzen? Tut das, was euch gesagt wird, Kapitän. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Ja, aber wie lange dauert der Vertrag? Paragraph 4. Die Vertragsdauer ist unbefristet. Hört zu, hört zu. Im Allgemeinen bin ich ein sehr gutherziger Mensch.
Aber wenn ihr euch weigert, euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann ich richtig eklig werden. Wir können überhaupt nichts tun. Unsere Stimmen gehören denen. Nein, nicht nur unsere Stimmen, unsere Seelen auch. Basta, du hast recht. Ach ja? Ja, sie bringen durch uns ihre Botschaft an den Mann. Aber wir haben unsere eigene Botschaft. Mix Max ist alles, was ich weiß. Mix Max, lang leben. Leute, Sekunde, das geht so nicht. Ich will mehr Feeling hören. Ihr müsst eure süßen kleinen Seelen hineinlegen. Und los, von vorn das Ganze. Von uns erfahrt ihr nun die Wahrheit jetzt gleich. Die Firma hat gelogen und das sagen wir euch. Ihr gab stets euer Bestes, gab alles und noch mehr. Doch sie sind nur korrupt, völlig tot und leer. Oh, Mix Max, taugt der Firma nicht. Mix Max, taugt nicht der Mix Max. Das wird euch noch furchtbar leid tun. Mix Max, mit ihrem Morgen. Ich kann so nicht arbeiten! Wissen Sie, was die machen? Die singen ihre eigenen Texte! Meine Geduld geht jetzt bald zu Ende! Los! Niemand verlässt den Raum! Mix Max, wir gehen! Machen! Schluss jetzt mit Mix Max! Sagen Sie, Chef, was sollen wir denn nun mit Ihnen machen? Sie widersetzen sich uns. Sie sind vertragsbrüchig geworden. Sie sind sozusagen Staatsfeinde. Nur, dass wir ohne Sie nicht auskommen. Zumindest nicht im Moment. Ihre Show ist unglaublich erfolgreich. Die Umsätze schnellen nur so in die Höhe. Die Show muss weitergehen. Sie müssen weiter singen. Ja, und wenn Sie sich weigern sollten? Dann müssen wir Sie wohl dazu zwingen. Sie entscheiden wie. Davon abgesehen, wenn ich erst einmal Präsident geworden bin, werden wir Sie nicht mehr länger brauchen. Aber lassen Sie das allen Leuten eine deutliche Warnung sein. Wenn jemand nicht das tut, was ich will, dann hat er wohl oder übel die Konsequenzen zu tragen. Die vier wurden in das außerhalb der Stadt gelegene Werksgefängnis von Dr. Gier gebracht, um sie besser unter Kontrolle zu haben. Das ist ja wohl unerhört! Ich protestiere! Oh, wo ist Fred? Das war die letzte Warnung. Das nächste Mal.
Kerl. Wie gemein können Menschen sein? Ich schwöre bei Tante Wanda, das werden wir Ihnen heimzahlen. Er kommt zu sich. Wo bin ich? Bist du der heilige Paulus? Sie haben dich ganz schön fertig gemacht, oder? Ich werde dich rächen, mein Freund. Ich zeige es diesen Gaunern. Ich werde sie... Wenn wir hier jemals rauskommen... Wir hätten doch auf die Eule hören sollen. Sollen wir uns da durchquetschen? Lasst mich überlegen. Wir sind verloren. Sagt ihm, er soll aufhören. Er treibt mich in den Wahnsinn. Von der Stelle. Entweder wir alle gemeinsam oder keiner. Glaub an dich, Fred. Du kannst es schaffen. Das geht in die Hose. Ich ahne es. Ich weiß es genau. Wir bleiben direkt hinter dir, ja? Ich? Ihr wollt wirklich, dass ich vorangehe? So ist es, Fred. Du. Entschuldigung. Lass mich los! Nein, halt mich fest! Halt mich fest! Hast du was gehört? Mm-mm. Guter Hund. Seht nur, da drüben, ein Licht. Ich erwarte für meine Wahl absolute Sicherheit. Sämtliche Gegenkandidaten müssen eliminiert werden. Verstanden? Gewiss, mein General. Ich meine, Herr Doktor. Ich meine, Herr Doktor-General. Uns ist es gelungen, all unsere Feinde auszuschalten.
Beinahe die gesamte Stadt ist unter unserer Kontrolle, abgesehen von unbedeutenden... Abgesehen von unbedeutenden was? Ach, kaum Erwähnung wert. Eine winzige Anzahl von Gegnern, geradezu lächerlich. Die passen in eine Telefonzelle. Maximal in zwei, wenn's hochkommt. Vergessen Sie es einfach. Das regle ich auch noch. Alle, die mich nicht wählen, kommen auf die schwarze Liste. Was das heißt, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu erklären. Danke, nicht nötig. Alle Telefonzellen unverzüglich in die Luft sprengen. Oh. Der Nächste! Sie wollten doch schon längst hier sein, nicht wahr? Hier ist unser Umsatzreport. Das ist alles? Ich wüsste gern eins. Haben Sie Mixmax unter Kontrolle oder nicht? Aber hundertprozentig gar kein Problem. Und wenn sich daran auch in Zukunft nichts ändern soll, dann brauchen wir diese vier Idioten. Die Leute lieben sie. Wir bleiben hinter den Kulissen. Und genau deshalb brauchen wir sie. Und den Song. Jawohl, den Mixmax-Song. Eine meiner Kompositionen. Und jetzt unser nächster Schritt. Die wunderbare, vollautomatisch betriebene Fastfood-Wurstmaschine! Das Modell der ausgeklügelsten computergesteuerten Wurstmaschine, die je entwickelt wurde. Sie wird 12.000 Würste pro Stunde produzieren. Lassen Sie mich erklären, wie sie funktioniert. Hier oben in diese Öffnung kommt alles hinein und genau da, dort unten, kommt alles wieder heraus. Nächste Woche haben wir einen Testlauf vorgesehen. Dann fehlen nur noch die Messer. Es ist für Sie, mein Freund. Hallo? Irgendwelche Probleme? Sie sind weg. Ich wollte sagen... Wer ist weg? Na los doch, sprechen Sie schon! Sie sind weg. Die Musikanten, nun verstehen Sie unsere vier... Sie haben zum dritten Mal versagt. Nun ist bitte, Schluss. Bitte. Nein. 0006. Unser ganzer Plan ist in Gefahr. Ist das wirklich jedem von Ihnen klar, meine Herren? Oh. Lassen Sie diesen Unfug. Heben Sie sich die Munition für später auf. Dann legen wir endlich los! An alle Stationen, Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Gesamte Umgebung abriegeln! Alle Wachen auf ihren Stationen melden! Ich wiederhole, auf den Stationen melden! Hier spricht Dr. Gier. Den vier Sängern darf kein Haar gekrümmt werden. Ist das klar? Ergreift sie lebend. Ich wiederhole, ergreift sie lebend.
Wir holen dich raus, ich verspreche es dir. Versprochen. Was? Vorschlag. Wenn ihr meine Musik spielt, dann zeige ich euch, wie man hier rauskommt. Das ist Erpressung. Okay, okay. Folgt mir. Ich kann die Maschine anwerfen. Mein Vater war Ingenieur. Das ist der einzige Weg nach draußen. Durch die Maschine? Du spähst die Sache aus. Du gehst zuerst. Warum ich? Hast du nicht ständig gesagt, du wärst unser Chef? Oh. Keine Sorge, es ist ungefährlich. Die Messer fehlen doch noch. Zum Glück habe ich meine Federn für solche Notfälle durchnummeriert. Bereit, Mann! Die Brücke absenken! Alle Lastwagen zum Entladen bereithalten!
Da verschwinden unsere Freunde und werden nie wieder zurückkehren. Ich mache mir solche Sorgen um unseren Star. Hoffentlich haben sie ihn nicht gefangen. Da! Seht nur da vorn! Alles gut überstanden. Ich stehe kurz vor einem totalen Nervenzusammenbruch. Gib doch mal den Geist auf, dieser saublöde Motor verflucht! Kommt er dahin, dann kommt die dahin und die stecke hier irgendwo hin. Ach, das einmal ganze Zeit hier was. Fantastisch! Wenn mich meine Hennen so sehen könnten. Halt deinen Schnabel! Was denn? Was sag ich denn? Du solltest dich wirklich schämen, Tortellini. Könnte mal irgendjemand so nett sein und mir sagen, was hier läuft? Ich habe den Tieren versprochen, dass wir sie da rausholen. Ja, du, ich nicht. Ich auch. Nun ja, ist ja gut. Aber weiß jemand, wie das funktionieren soll? Ich habe eine Idee. Aber zuerst einmal müssen wir wieder zurückgehen. Du meinst zurück in die Höhle des Löwen? Dieses Mal drehen wir den Spieß um. Ohne uns läuft die Show nicht. Also gehen wir hin und sagen, wir hätten es uns überlebt. Aber ich habe schreckliche Angst. Angst mag ansteckend sein. Aber der Mut ist es auch, meine Freunde. Wir bedauern zutiefst, dass wir sie in Verlegenheit gebracht haben. Wir wollen es wieder gut machen. Und woher weiß ich, dass ihr uns nicht ein zweites Mal reinlegt? Ich als der Dirigent gebe Ihnen mein Wort darauf. Wenn wir zum Konzert nicht da sind, dann machen Sie einfach Salami aus. Bitte fangt endlich an. Ich habe wirklich nicht den ganzen Tag Zeit. Drum kommt, seid guten Mutes und nehmt Mix und Max. Ihr tut euch nur was Gutes, nehmt Mix Max. Den Knochen tut's gut, den Sehnen und dem Bauch. Und gegen Mundgeruch hilft es meist. Aber ja, Dr. Gier. Sie sind wieder da und es tut Ihnen sehr leid. Ich versichere Ihnen, wir haben Sie wieder unter Kontrolle. Das möchte ich auch stark hoffen. Und zwar um Ihretwillen. Ich habe vor, meine Wahlparty in 3 Tagen mit einem großen Konzert gebührend zu feiern. Wir brauchen die 4 und ihren Song mehr als je zuvor. Alles muss wie geplant funktionieren. Sie wissen, wie wichtig das für meine Präsidentschaft ist. Tja, natürlich. Ich kann mir in dieser Sache keine Risiken leisten. Das ist mir klar, sonnenklar. Und was geschieht danach? Danach müssen die 4 auf ewig verschwinden. Und zwar spurlos. Sie und nur Sie tragen dafür die Verantwortung. Ja, verstanden. Ich habe alles genau unter Kontrolle. Oh.
Was ist los mit dir? Reiß dich gefährlich zusammen. Die Schlange hat ein Maschinengewehr. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. So ist es. Ein Künstler scheut niemals die Gefahr. Hey, Leute, ich bin's. Wie ich sehe, habt ihr ein kleines Schlangenproblem, was? Aber keine Panik, das kriege ich in den Griff. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist uns eine Ehre, Ihnen diesen besonderen Höhepunkt präsentieren zu dürfen. Unsere super populären, super tollen Superstars live zum allerersten Mal mit unserem super neuen Hit. Mixmax bringt die Welt in Schwung. Seid ihr alle bereit? Raten, unser Showdown beginnt. Steht auf! Seid nicht so blind, unser Showdown beginnt. Was ist das? Sie hofieren uns und servieren uns feinste Lügen zum Wahl. Haben Sie euch, wo Sie wollen, dann hört keiner euch schreien. Doch gemeinsam sind wir stärker, kommt, macht mit, seid dabei. Lass die Schlacht uns endlich schlagen, so werden wir frei. Zusammen sprengen wir Ketten und für alle Tiere hier. Erhebt die Stimmen, keine falsche Zier. Und hört auf uns, die furchtlosen Vier. Wacht auf, das hilft, dafür singen wir hier. Steht auf! Rache schmeckt süß für Mix, Max und Dr. Gier. Ausgelaugt und ausgesaugt, wurden wir, wie man jetzt sieht. Ihre Spiele spielten wir, denn wir sangen nur ihr Lied. Das ist eine Revolution. Wir haben die Situation offensichtlich unterschätzt. Lass die Schlacht uns endlich schlagen, so werden. Zusammen siegen wir. Weg mit Dr. Gier! Weg mit Dr. Gier! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Freiheit! Ihr werdet sehen, die Bösen lassen sich niemals so leicht zum Aufgeben zwingen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass sie vor Angst ihre Hosen gestrichen voll haben. Wir? Denen Angst einjagen? Ich hätte da eine Idee. Unser Slogan vom Füreinander-Dasein. Einer für alle und alle für einen. Oder alle wie einer. Wer ist dafür verantwortlich? 0006 hatte die Oberleitung. Sind Sie sich über die volle Tragweite im Klaren? Die gesamte Bevölkerung revoltiert. Und das alles bloß wegen dieser vier Turtel. Oh, ich kann aber wirklich nicht. Wagen Sie es nicht auch noch, mir zu widersprechen. Das darf niemals wieder geschehen. Also, ich weiß nicht, Jungs. Ich hab ein ganz komisches Gefühl, ehrlich. Wartet, ich höre doch irgendwas. Da ist es schon wieder. Etwas, das sich auf uns zubewegt. Ich erkenne aber nicht, was es ist. Ein ganz seltsames Wesen. Vielleicht ein Außerirdischer. Es hat 8 Augen. Und es hat 14 Beine, wenn das mal reicht. So was wie 100. Ein riesiger Tausendfüßler! Ein achtäugiges Monster mit 14 Beinen! Die dafür verantwortlich sind, werden bitter büßen! Wir bestrafen jeden Einzelnen von ihnen! Wir zeigen den Leuten, wer hier der Boss ist! Seid doch alles in der Welt in das! Oh.
Holt sie zurück. Hey, wir müssen die Tiere befreien. Selbstzerstörungsmechanismus ist aktiviert. Danke, dass Sie die automatische Selbstzerstörung gewählt haben. Einen schönen Tag noch. Habe ich sie natürlich alle verjagt. Dabei sind sie viel größer gewesen als ich. Gleich nächste Woche fahren wir nach Mexiko. Olli! Olli! Oh nein, dieses Mal fahren wir wirklich nach Paris. Scharf und tief, ich seh dich an und Stern und Mond erstrahlen. Und ich weiß genau, wo alles liegen kann, denn unsere Liebe fängt erst an. Schließ die Augen, sorg dich nicht, ich bin für dich da, bis in Ewigkeit bleib
ich jede Zeit für dich bereit. Was die Zukunft uns einst bringt, werden wir ja sehen. Unser Schicksal wird sich drehen. Schließ die Augen, ich bin immer für dich da. Es gibt so viel, was wir nicht sehen. Traue deinen Augen nicht. Ist es Form oder Farbe? Nein, wir sollten nach dem Herzen gehen. Vielleicht gab's für uns schon ein anderes Leben. Denn nur mit dir fühl ich mich so daheim. Ich werd nie. Ich bin für dich da, bis in Ewigkeit bleib ich jede Zeit für dich bereit. Was die Zukunft uns einst bringt, werden wir ja sehen. Lass uns zueinander stehen, schließ die Augen, ich bin immer für dich da. Was uns stört, wir sind schließlich vier. Hand in Hand bauen wir eine Wand. So formen wir uns nun das allerstärkste Band. Ich kenn Nord und Süd, ich war froh, der Wind mich hintrug. Ich kenn jeden miesen Trick und jeden Schachzug. Es war schlimm, wie ich mal war. Heute seh ich klar, ich war wirklich nicht berauschend, aber dich würd ich gegen nichts eintauschen. Deine Liebe ist wunderbar. Hand in Hand kämpfen wir dafür, oh, oh. Zu ändern, was uns stört. Wir sind schließlich wir. Hand in Hand bauen wir eine Wand. Oh, oh, oh. So formen wir uns nun das allerstärkste Band. Staubig. Ich gab mich auf und das war gut so, glaub ich. Nirgends Licht, ich sah es nicht. Alles klar, ich war immer auf der Jagd nach Träumen. Doch jetzt will ich mit dir nichts mehr versäumen. Wo du bist, da bin auch ich. Hand in Hand kämpfen wir dafür, zu ändern, was uns stört. Wir sind schließlich vier. Hand in Hand bauen wir eine. Allerstärkste Wand. Hand in Hand kämpfen wir dafür, zu ändern, was uns stört. Wir sind schließlich wir. Hand in Hand bauen wir eine Wand. So formen wir uns nun das allerstärkste Band. Nun,
Bedingung. Wow.